Habt ihr mal so ein, irgendwie so einen Film gesehen, der euch traumatisiert hat oder so? Ja, Nee. also der Film, der mich am härtesten traumatisiert hat, war der erste Thomas die Lokomotive Spielfilm. Weil da gab es so eine ich war so 6 oder so, und da gab es so eine Lokomotive, die hatte, es gab eine böse Lokomotive. Das ist so eine Antwort, die man so ironisch geben Ja. kann. Und da war so eine böse Lokomotive. Ich weiß nicht warum, die wollte legit halt die anderen Lokomotiven so töten, die wollte sie so umbringen, so, ne? Also die hatte oben am Kopf so eine Schaufel, so, und damit konnte er so baggern, so. Und dann ist er die so hinterhergefahren, die Schaufel hat immer so. Da wollte ihn vernichten, und Thomas die Lokomotive war halt mein Bruder so als Kind, ne? Also das war schon, ich fand den, ich hatte eine Bindung zu dem, und der wollte ihn halt legit einfach umbringen, so. Und ich bin dann hinter die Tür gelaufen und habe das Ende nie gesehen vom Film.